Herzlich willkommen bei Kentucky Route Zero in der Folge 12. Ja, da steht der Conway mit seinen drei Skelettjungs. Ich weiß nicht, wer das ist. Jen, siehst du, ich habe doch gesagt, dass er einer dieser Distillerie-Typen ist. Mimi, da hattest du wohl recht. Diese anderen Typen haben ihn vielleicht zur Arbeit abgeholt. Mir gefällt nicht, wie sie alle zusammen rumhängen. Das ist unangenehm. Jen, wir hängen doch auch zusammen rum und arbeiten zusammen. Mimi, ja, aber das ist nicht... Das sind mehr als nur Kollegen. Ich weiß nicht, ich bekomme einfach dieses ungute Gefühl, wenn ich sie sehe. Als hätte ich sie einmal gekannt, aber nicht mehr. Wie wenn man eine Leiche so herrichtet, wie die Person in einem alten Foto aussieht. Jen, irgendwie vertraut, aber seltsam. Mimi, ja, genau, dafür sollte es ein Wort geben. Aha. Jen, tschüss, Mieze. Mimi, sie sehen nett aus. Ich glaube, sie ist glücklich mit ihnen. Jen, ja, also, das war eine kleine Erinnerungsreise für dich, was? Ich wette, du hast nicht erwartet, dass dich diese alten Bände so sehr aufwühlen. Wie fühlt es sich an, dass all diese Leute wieder auftauchen, wie wir Marquez und der Weise Will und wie ist dein Freund gleich wieder, der im College starb? Mimi, Charlie, ja, eine bittersüße Erfahrung, wie wenn man sich Fotos von Menschen ansieht, die gestorben oder lange weggezogen sind, Menschen, die nicht mehr da sind. Jen, nicht mehr da, aber nicht vergessen. Mimi, nein, nicht vergessen, da hast du recht. Weiter geht es den Fluss hinunter. Schau dir diese Staffeleien und Tische an, da drüben am Strand. Sie nennen es eine Open-Air-Galerie oder vielleicht etwas Gehobeneres wie Galleria al Fresco. Man sagt, dass so etwas beliebt ist in Städten wie Paris und New York. Das kann stimmen. Ich kann verstehen, was die Leute daran mögen. Jeder kann rein und raus wandern. Es gibt keine Wände oder Türen. Es gibt auch kein Dach. Nur einen dünnen Stoff, nicht ganz eine Plane, sondern eher ein Vorhang aus ausgerolltem Spinnennetz, der aussieht, als ob er sich bei Regen einfach auflösen würde. Hier unten denkt niemand an Regen. Jeder meint, dass er drinnen ist, nur weil der Himmel nicht zu sehen ist. Aber es ist ein Mikroklima. Hier unten und es regnet sicher. Im Moment zeigen sie Fotos vom Leben in der Kleinstadt. Das Highlight der Ausstellung ist eine großformatige Aufnahme des Gesichts eines alten Mannes. Oder ein Bild zeigt ein kleines Mädchen, das in einer Pfütze spielt. Oder die Bilder laufen alle irgendwie zusammen. Haben das Mädchen, das in einer Pfütze spielt? Sie ist mit dem Rücken zur Kamera und sie macht irgendetwas, schaut auf ihre Hände, vielleicht stopft sie eine Nachricht in eine Flasche oder faltet ein Papierschiff. Die Ausstellung soll gut sein, sie ist beliebt, wahrscheinlich wegen ihrer Relevanz. Die Stadt auf den Fotos wurde erst kürzlich Platz gemacht, um Platz für ein großes Museumsprojekt zu schaffen. Ich habe ein Nickerchen gemacht. Ezra half Kate bei der Suche nach Pilzen. Akt 4, Szene 6. Eine Wäldchen. Schon hell die Lampen. Sie zündete sich eine zweite Zigarette mit der Glut der ersten an. Sie zitterte und schwitzte ein wenig unter einem dicken Mantel. Es war wärmer in der Nähe der Türen, aber sie folgte den Anweisungen. Rauchen innerhalb von 10 Metern zum Krankenhaus verboten. Kate rollte einen gefallenen Ast vorsichtig zur Seite und zieht etwas Weißes von seiner Unterseite. Sie hält es Ezra hin. Kate, Pleurocybella porigens, im Volksmund Engelsflügel genannt. Hübsch, oder? Sie haben eine zarte, elastische Textur und sind lecker, wie süßes Moos. Möchtest du mal probieren? Ezra, okay. Ezra, süßes Moos klingt für mich nicht sehr lecker. Kate, ich selbst mag es ja, wenn ich schon am Geschmack erkenne, woher mein Essen kommt. Ich schmecke gerne meine Umgebung, meine ich. Es hält mich mit allen in Verbindung. Als ich Pilze sammeln lernte, wurde mir gesagt, dass man sich nie einbilden sollte, sich wirklich mit Pilzen auszukennen. Sie wissen genau, wie sie deinem Wissen entkommen. Je mehr man über Pilze weiß, desto unsicherer wird man dabei, sie zu erkennen. Sie tippt auf ein kleines rotes Buch, das sie dabei hat.
Deswegen habe ich immer meinen Lieblingsratgeber dabei. Kate zeigt auf einen kleinen Pilz, der im Dreck wächst. Kate. Oh, aber hier ist einer, den man kennen sollte. Siehst du den grünlichen Schimmer auf der Kappe? Amanita phalloides. Das ist griechisch. Amanita heißt Pilz und phalloides heißt, naja, spielt keine Rolle. Ezra, kann man den essen? Ezra, es riecht nach Honig. Kate, ja, aber irgendwie ekelhaft, oder? Kränklich süß. Im Volksmund heißt der Knollenblätterpilz oder auch Giftwulstling. Dieser kleine Pilz hat schon viel das Leben gekostet. Unter anderem auch ein paar römischen Kaisern. Ein Revoluzer, haha. Selbst der Buddha starb in hohem Alter an einer Pilzvergiftung. Das ist nun mal ihre Aufgabe. Altes wegräumen, Platz für Neues schaffen. Ziemlich wichtig, oder? Ich war schon immer der Meinung, dass sie etwas mehr Respekt verdienen. Möchtest du mir helfen, nach ein paar mehr zu suchen? Ich habe eine Art Einkaufsliste. Super, suche nach. Ach, nimm einfach alle Pilze, die du findest und pack sie in diese Tasche. Sag Bescheid, wenn du fertig bist und wir sehen uns die Ausbeute an. Viel Spaß, das ist die zweite Regel des Pilzesammelns. Die erste Regel ist, immer Kate fragen, bevor du irgendwas isst. In Ordnung. Ezra untersucht einen verrotteten Baumstumpf. Ezra stochert an einer Zypresse im Boden rum. Ezra untersucht eine Plastiktüte, die auf der Insel angespült wurde. Wir untersuchen einen verrotteten Baumstumpf. Übrigens sollte man nicht einfach alle Pilze zusammenwerfen, weil wenn da ein Knollenblätterpilz drin ist, kannst du den Rest wegwerfen. Der Stumpf ist umrandet von überlappenden, angeordneten Pilzen, die braun, blau, grau, weiß gestreift sind. Auf einem davon krabbelt eine Raupe. Raupe. Er spielt nicht gern im Haus. Es war immer zu kalt. Es schien die Kälte nachts zu speichern und sie dann tagsüber langsam in seine Knochen zu entladen, während die Sonne nicht stark genug war, um durch die Fenster zu kommen. Aber er spielte gerne im Wald hinter dem Haus. Er hatte keine Freunde in der Nähe. Keiner ihrer neuen Nachbarn schien Kinder in seinem Alter zu haben. Also spielte er allein im Wald, nur er und das Wild. Ezra untersucht die Pilze, Ezra untersucht die Raupe. Die Raupe wandert lustlos über den Pilz. Es scheint, als würde sie mehrere ihrer Beine nachziehen. Ein seltsamer braun-schwarzer Faden ragt etwa 5 cm aus ihrem Kopf heraus. Er sah seltsame Lichter in den Bäumen, die lila flackerten. Er ging weiter. Ezra hebt die Raupe vorsichtig auf und steckt sie in seine Tasche. Ezra verlässt den verrotteten Baumstumpf. Ezra stochert an einer Zypresse im Boden herum. Ezra und Erwin, so stochen jetzt mal eine Zypresse herum. Ein bräunlicher Haufen Pilze wächst dort, wie Zypresse aus dem Boden wächst. Ein paar Meter darüber kleben mehrere hellblaue Bovisten am Stamm. Die Wälder waren voller Wild. Sein Vater sagte, dass Rehe am liebsten am Waldrand leben. Bauprojekte in letzter Zeit haben dafür gesorgt, dass viele neue Waldränder entstanden sind. Dort lebten sie nun und rannten manchmal auch über die Straße. Ezra geht in die Hocke, um sich den bräunlichen Klumpen genauer anzusehen. Ezra untersucht die blauen Bovisten. Er stochert mit einem Stock in einer der blassen Kugeln. Sie zerplatzt und gibt eine feine Staubwolke in die Luft ab. Er fühlte sich, als wäre die Welt außerhalb des Waldes irgendwie verschwunden, während er weg war und jetzt gab es nichts als den Wald. Er ging weiter. Ezra nimmt einen der Bovisten vorsichtig ab und steckt ihn in seine Tasche. Ezra verlässt den Baum. Er nimmt mal mit. Ezra schließt die Augen und hört auf das Wasser und die entfernten Klicklaute von Fledermäusen. Gut, dann war mit der Kippe. Also stand sie neben einem Imbisswagen, der am Straßenrand geparkt war. Kate versuchte, etwas Schmutz von ihrer Stiefel abzuwischen. Kate. Oh, hast du einen? Lass mal sehen. Ezra reicht Kate den blauen Bovisten, den er von der Zypresse gepflückt hat. Kate, ein blauer Bovist. Interessant. Ich glaube, genau so einen habe ich noch nie gesehen. Der hier ist aber zu alt, um noch verwendet zu werden. Bovisten trocknen aus, wenn sie alt werden, bis sie dann irgendwann so empfindlich sind, dass sie bei der geringsten Berührung... Kate schüttelt den Bovisten vorsichtig. Es platzt in eine Wolke von Sporen. Kate, vom Winde verweht werden. Siehst du, seine Schwäche ist seine Überlebensstrategie. Eine Art radikale, transformative Schwäche. Du hast gewonnen. Ich habe nichts gefunden. Also. Kate, was machen deine Eltern beruflich, meine ich? Kate, du hast einen Bruder irgendwo da draußen? Ezra, Julian. Er kommt in der Früh zu mir, wenn die Arbeit erledigt ist. Ja, wir sind schwer am Arbeiten. Früher haben wir einen Teil jede Nacht damit verbracht, nach meinen Eltern zu suchen. Aber jetzt arbeiten wir eigentlich nur noch. Aber vielleicht wird sich das jetzt ändern. Ich habe ein paar neue Freunde. Hast du eine Familie? Ezra. Kate. Ich hätte mal fast ein Baby bekommen. Kate. Ich bin von zu Hause weg, als ich noch sehr jung war. Ich war nicht viel älter als du. Ich hätte fast ein Baby bekommen. Kate, zumindest habe ich dabei viel über schwierige Schwangerschaften gelernt und jetzt kann ich anderen Frauen helfen. Kate, ich wurde sehr krank und das Einzige, was mir half, war ein komisch aussehender Pilz namens Halskrausnerdstern. Mit ihm die erste Option.
Seitdem bin ich im Grunde genommen allein. Naja, das stimmt eigentlich gar nicht. So gut wie jeder, der an Bord der Mogi Mammoth kommt, ist für mich jetzt wie Familie. Ich schätze, wenn niemand zur Familie gehört, dann gehört irgendwie jeder zur Familie. Haha. Ezra. Ja, das Oberarm kann auch scrollen. Er stolperte über eine hervorstehende Wurzel und lag eine Weile im Dreck, untersuchte die blassen oberen Zweige eines Ahornbaums, hörte das weiche Rumpeln eines Ferngewitters, dann lauter näher und die Haare standen ihm zu Berge und da war der Vogel. Das sind die einzigen Bäume der ganzen Höhle, wer hat sie hier gepflanzt? Wofür ist diese Insel da? Es sieht so aus, als hätte sie jemand mit Absicht gemacht. Ja, was mit den Bäumen? Kate, ja, gibt nicht viele Bäume hier unten im Dunkeln. Ich weiß, das sind eine Art Zypresse und sie wurden definitiv absichtlich hier gepflanzt. Von jemandem, der... Ich schätze, ich weiß eigentlich gar nicht viel über diesen Ort. Soll das eine Art Gedenkstätte sein an irgendwas? Will würde mehr wissen. Sorry, das ist ein Rätsel. Ezra tritt in den Schmutz. Monate später stieß sie in einer Buchhandlung auf ein Buch über homöopathische Medizin und kaufte es. Sie hielt es größtenteils für Unsinn, fand aber die Hinweise des Autors über die Unberechenbarkeit von Pilzen überzeugend, spirituell sogar. Sie fing an, auf Wanderung Pilze zu sammeln. Sie aß sie nie, sondern sammelte, identifizierte und entsorgte sie nur. Irgendwann wurde sie Mitglied der Mykologischen Gesellschaft in Lexington und begann die medizinische Verwendung von Pilzen ernsthaft zu studieren. Ezra, es ist ein Rätsel. Ich werde nach Hinweisen suchen. Sie drückte ihre Zigarette aus, verabschiedete sich vom Würstchenverkäufer und verbrachte den Rest des Nachmittags damit, den Ärzten zuzuhören und zu versuchen, die Welt so zu verstehen, wie sie es tat, als eine lange Reihe von Verletzungen, die behandelt werden musste. Katzen miauen in der Ferne. Ezra tritt in den Schmutz. Ezra untersucht einen Zypresse, schaut sich im Ufer um und untersucht ein großes Steinmonument. Das Denkmal ist mit Flechten und aufgemaltem Text bedeckt. Ezra liest den Text, Ezra untersucht die Flechten. Wir lesen den Text. Felsgraffiti. X plus O 4 Eva. Ezra untersucht eine Zypresse. Ezra schaut sich am Ufer um. Ezra tritt auf eine Plastikflasche. In der Nähe ragt ein Holzpfosten aus dem Sand heraus. Ezra untersucht den Holzpfosten. Ezra hebt die Plastikflasche auf. In der Flasche ist ein Stück Papier. Ezra nimmt es heraus und liest, was darauf steht. Nachricht. Eier, Mehl, Chardonnay, Abführmittel, Papiertücher, Rubbellos. Eine Einkaufsliste. Ezra untersucht den Inhalt seiner Taschen. Kate, also gut, was hast du? Ezra, auf das Steindenkmal mit dem Gesicht hat jemand X plus O 4 Eva gepinselt. Kate, interessant. Was meinst du, was das heißt? Kuss und Umarmung für immer? Oder es sind Initialen Xavier und Olivia für immer? Xerxes und Oliver? Ezra, was meinst du, wofür das Monument ist? Kate, ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert. Ezra, ich fand diese Nachricht in einer Flasche. Kate, sieht aus wie die Einkaufsliste von jemandem. Naja, Ezra, ich wüsste nicht, was das alles bedeuten soll. Wie ich schon sagte, ich wünschte, Will wäre hier. Er hätte etwas lokale Geschichte für uns. Wir können ihn fragen, wenn wir wieder auf dem Boot sind. Auf dem Boot? Ein Boot mit Katzen. Kate und Ezra schauen auf zu einem alten Schlachtschiff, das vorbeifährt. Kate, oh, da ist sie, die Iron Pariah. Keine Sorge, sie fährt nur vorbei. Kate, was hältst du davon? Kate, ich weiß nicht viel darüber aus erster Hand, aber ich habe Dinge gehört. Kate, ich habe gehört, dass sie im Bürgerkrieg war. Angeblich ist überhaupt niemand an Bord, keine Menschen, meine ich. Jemand sagte mir, dass sie sich ihr zufällig näherte und ein seltsames Jammern hörte. Es sind keine Menschen an Bord. Ich meine, irgendetwas muss drauf sein. Leben ist überall, Ratten, Insekten, irgendeine Art von hartnäckigem Schimmel. Ein Teil davon könnte überflutet und Heimat einiger der augenlosen Fische sein, die sonst im Echo leben. Hey, vielleicht wachsen da drin ein paar Pilze, die langsam die Militärration von vor über 100 Jahren verbrauchen. Kate, ich habe gehört, dass sie im Bürgerkrieg war. Kate, jemand sagte mir, dass sie sich ihr zugleich nähert und ein seltsames Jammern hörte. Ja, Bürgerkrieg. Ich schätze, sie hatten Boote voller Soldaten und Vorräte, die den Ohio River hinauf und hinunter fuhren. Und sie kämpften auf dem Fluss von Boot zu Boot mit Kanonen oder so, nämlich an Maschinengewehren. Ich bin kein Militärhistoriker, wie du sicher schon bemerkt hast. Ha! Jedenfalls nehme ich an, dass sich diese hier einfach verirrt hat und seitdem hier unten herumkreuzt. Vielleicht ist sie im Norden in eine Höhle gelangt. Die sind alle unterirdisch miteinander verbunden. Es gibt noch eine andere Version der Geschichte, in der sie sich nicht verirrte, sondern voller Deserteure war. Sie kam hier runter, um sich zu verstecken. Vielleicht heißt sie deshalb Pariah, also Ausgestoßene. Noch mehr Geheimnisse. Sie türmen sich mit der Zeit auf, weil die Leute die Einzelheiten vergessen. Ezra, danke, dass du mit mir Pilze gepflückt hast. Kate, Pilze gesammelt.
Blumen pflückt man, weil sie einfach so herumstehen. Pilze verstecken sich. Die muss man suchen und sammeln. Esras Eltern schüttelten ihn wach. Sie schienen beunruhigt, aber nicht unbedingt besorgt. Sie führten ihn zurück am Haus vorbei ins Auto. Vater sagte, dass sie eine Weile am Busbahnhof bleiben würden. Dem mit der kleinen Spielhalle, mit dem Autospiel, das er so mochte. Vater beobachtete ihn genau im Rückspiegel und erwartete, dass Esra aufgeregt, verwirrt oder verängstigt sein würde, aber er fühlte nichts. Er schien kaum zu hören. Vielmehr fühlte er sich, als würde er das Familienauto aus der Ferne von weit oben von den Wolken aus beobachten. Lenkrad. Es ist Zeit zu gehen. Noch nicht. Es ist Zeit zu gehen. Siehst du den groben Kreis von Felsvorsprüngen in der Nähe des Ufers? Ist komplizierter, als es aussieht. Mehr als 2/3 davon sind unter Wasser. Ich habe es selbst nicht gesehen, aber hör dir das an. Es ist von Menschenhand gemacht und die Steine wurden nicht nach ihrer Größe platziert, sodass man eine oder mehr weniger zufällige Auswahl der Gesamtform sieht. Es sieht so aus, als wäre es eine Spirale oder vielleicht eine Art meditatives Labyrinth. An der Spitze befindet sich ein versteinertes Eichenstumpf. Der wurde natürlich vor Jahrzehnten von oben hierher gebracht. Dort fand die Zeremonie statt. Die Lockerlooks haben hier geheiratet. Viele sagten, sie sollten sich einfach auf Locker oder Look als Namen einigen oder sich gar Look oder Lick oder sonst irgendwie nennen, aber das wollten sie nicht. Marge Look und Errol Locker lernten sie im Gefängnis kennen. Greta Look und Norman Locker waren schon in der Highschool ein Paar. Billy Look und W.H. Locker lernten sich in der Warteschlange in der Führerscheinstelle kennen. Der ist ein Knastis. Sie war eine Freiwillige, die den Wärtern Konflikt-Meditationsfähigkeiten beibrachte und er war am Nebentor beschäftigt, um Lieferungen anzunehmen und Besucher reinzulassen. Keiner der beiden sah jemals einen Häftling. Ihre Verlobung war eine willkommene Nachricht für die Familienunternehmen, die schon lange fusionierten wollten. Die Lockes betrieben eine gut laufende Druckerei und die Lux eine Flotte von Fahrradkurieren. Die Lockes betrieben Locker, Large Animal Storage und die Lux die Luck Family Nut Company. Ja, das klingt doch logischer. Die Nüsse und die Tiere ließen sich bestimmt irgendwie unter einem Hut bringen. Das ist alles Spekulation. Die Zeremonie selbst war bescheiden und förmlich und sie muss irgendwie diese Felsen mit einbezogen haben. Vielleicht gingen sie in eine Spirale um sie herum als Symbol für ihre immer enger werdende Verbindung. Wahrscheinlich markierten die Felsen die Grenzen zwischen den beiden Familien, die Lux in der inneren Schleife und die Loks an der äußeren oder umgekehrt. Ja genau, sie sind um sie herum gegangen. Und es muss auch diesen versteinerten Stumpf mit einbezogen haben. Keine der beiden Familien ist besonders religiös, aber es gibt Gerüchte, dass derjenige, der die Heirat vollzog, ein Gewand trug. Chen half mir, einen Pilzeintopf in der Küche zu machen. Chen und ihre Freundin machten sich im Beiboot auf den Weg, um ein Paket an die Telefonzentrale zu liefern. Pilzeintopf wäre schon lecker, aber wir gehen mal zur Telefonzentrale. Ja, genau. Akt 4, Szene 7. Telefonzentrale Echo River. Kate, nochmal danke für eure Hilfe. Weiter kommt der Schlepper nicht. Ihr wisst ja, dass Lärm und Licht die Fledermäuse stören. Normalerweise schicke ich Bill, aber der steckt im Maschinenraum, gerade bis zu den Ellenbogen in Öl. Ihr kommt durch das Fledermaus-Schutzgebiet, das übrigens sehr interessant ist. Lasst euch ruhig Zeit und lest euch die ganzen Infotafeln durch. Da stehen interessante Fledermaus-Fakten drauf. Ihr habt genug Zeit. Jedenfalls ist die Telefonzentrale Echo River, Verzeihung, die neue Gesamtzentrale Nummer 30, wie sie seit der Übernahme durch das Stromwerk heißt, jedenfalls ist sie gleich jenseits der Fledermaus-Schutzgebiets. Das Paket ist für Poppy, die dort eine Telefonistin ist. Die Telefonistin. Wir treffen sie auf der anderen Seite bei Sam und Idas zu unserem geplanten frühen Frühstückshalt. Folgt einfach dem Fluss, es ist nicht zu übersehen. Ja, das ist eigentlich HTML-Amp, naja gut. Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber ihr kommt da gleich an einen sonderbaren Denkmal vorbei, kurz vor dem Schutzgebiet. Ich empfehle den Leuten immer wenigstens kurz stehen zu bleiben und einen Blick darauf zu werfen. Es ist wirklich irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Seht es euch einfach an. Bis dann. Licht an. Ja, oder? Ja. Okay.
können halt herumleuchten, nach rechts und nach links. Okay. Halt, gucken. Schild. Wir erheben Anspruch auf diese Helme im Namen der Menschen, die sie trugen, und wir zeigen sie hier zu ihrem Andenken, aber auch als Schlag ins gierige Gesicht jenes Energiekonzerns, der unsere alte Mine aufgekauft und die Sicherheit unserer Brüder und Schwestern gegen etwas mehr Ertrag eingetauscht hat, aber nur den Tod von 28 guten Männern und Frauen geführt hat, als die Mauern zusammenbrachen und die Tunnel sich mit Wasser füllten. Ihre Lungen waren schwarz, doch jetzt sind sie sauber gewaschen und voller Wasser und durch versteckte Tunnel in eine schreckliche Höhle gefegt, die wir nie finden werden. Und so nehmen wir an, dass das Wasser sie für uns begraben hat. Darum lasst uns hier ihr Grab markieren. Und wenn irgendein Mistkerl von dieser Energiefirma diese Helme als Firmeneigentum zurücknehmen möchte, dann soll er es versuchen und sehen, was passieren wird. Conway, hey Elkhorn, das ist die Mine, in der wir uns getroffen haben, wo deine Eltern, gearbeitet haben. Sieht so aus, als wäre es schon eine Weile hier. Ich würde mich sicher nicht damit anlegen. Meinst du, wer das geschrieben hat, ist immer noch so wütend? Shen, ich glaube, eine solche Wut vergisst man nie. Wütend, klar, vor allem aber verletzt. Conway, ja, jeder auf seine Weise irgendwie. Das bringt wohl Alter. Ich meine, wie soll man... Shen, ist schon in Ordnung, ich bin froh, dass das hier ist. Die Leute sollten sich daran erinnern, dass das passiert ist. Shen, es macht mich auch ein bisschen wütend. Shen, das haben die anderen Bergleute gemacht. Hätte eigentlich vom Stromwerk kommen sollen, war ja ihre Schuld. Genau. Conway, ich weiß, was du meinst. Ein Denkmal sollte ja auch eine Entschuldigung sein. Tut uns leid, dass wir euch im Stich gelassen haben. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Ich klicke einfach mal ein bisschen. Ah, guck mal, seine Kollegen wieder. Hey Leute, wie los hier auf dem... auf dem Fluss. Hi. Alles da, haben sich gegrüßt. Conway, was? Du schaust mich an, als wäre ich verrückt. Haha. Shen, ach, manchmal vergesse ich einfach, dass ich dich eigentlich gar nicht so gut kenne. Shen, geht's dir gut? Das ist nichts. Ach, manchmal vergesse ich es einfach, genau. Naja, geht mir genauso. Die Typen von der Brennerei machen einfach das Beste aus einer schlechten Situation, so wie wir es alle tun. Einer von ihnen hat mir vorhin gesagt, sie könnten mir sogar mit der Arztrechnung für mein Bein helfen, weißt du? Dass alles irgendwie in einen Plan zusammengefasst wird, konsolidiert. Shen, was? Wann hast du mit ihnen darüber gesprochen? Shen, das klingt einer wirklich schlechten Idee. Conway, ach, ich weiß nicht. Sie scheinen viel Erfahrung mit sowas zu haben. Die haben einen ganzen Prozess dafür. Wie auch immer, ich habe das Gefühl, dass alles gut wird. Shen, auch diese Lieferung? Shen, sogar für mich? Conway, ach, warum nicht? Scheint so, als wären wir kurz davor, deinen Konsorten zu finden, oder? Außerdem bist du jung und intelligent, hast viel Zeit, dich von was auch immer zu erholen. Hör zu, der alte Lieferwagen, den ich gefahren bin, gehörte meinem Chef Ira, dem Mann von Lisette. Ehrlich gesagt mochte mich Ira nicht sehr, aber irgendwie brachte ihn Lys dazu, dass er mir diesen Lieferwagen eines Tages vermachen wollte, vielleicht um all das Geschrei wieder gut zu machen, das er gemacht hat. Oder vielleicht damit er auch nach seinem Tod immer da sein konnte, um mir das Gefühl zu geben, ich schuld ihm etwas. Jedenfalls haben sie in der Brennerei ihren eigenen Lastwagen und jetzt, wo der Antiquitätenladen zumacht, jetzt brauche ich die alte Kiste nicht mehr. Ich dachte, vielleicht könntest du ihn übernehmen. Shen, ich kenne dich kaum, Shen, das ist großzügig, aber ich brauche keinen Lieferwagen. Sicher, ich könnte mich für dich um ihn kümmern, bis du wieder in Ordnung bist. Conway, naja, klar, klingt gut. Was steht hier? Schild. Besucher des Echo River Hibernaculum und Schutzgebiet für langsame braune Höhlenfledermaus werden gebeten, dafür zu sorgen, die Einführung fremder Pilzarten, die Verbreitung der Weißnasenkrankheit zu vermeiden. Bitte besuchen Sie das Schutzgebiet nicht am selben Tag, an dem Sie eine Höhle besucht haben, in der Fledermäuse leben, die mit der Weißnasenkrankheit infiziert sein könnten. Bitte bleiben Sie im Fahrzeug. Wenn Sie Ihr Fahrzeug verlassen müssen, entfernen Sie bitte die Schuhe, Kleidung, Schmuck, Kopfbedeckung und Brillen, um sicherzustellen, dass Sie keine fremden Sporen mit in Land nehmen. Bitte berühren Sie keine Fledermäuse oder Aufbauten. Die langsame braune Höhlenfledermaus lässt sich leicht von Licht verwirren. Wenn Sie eine Laterne oder eine andere künstliche Lichtquelle verwenden, beachten Sie, dass Sie damit Fledermäuse anziehen und verwirren können. Wenn sich Ihnen Fledermäuse nähern, keine Panik, bleiben Sie ruhig, halten Sie Ihr Fahrzeug an und schalten Sie das Licht aus. Berühren Sie die Fledermäuse nicht. Gott.
Ich denke mal, der Convoy weiß schon, wo es lang geht. Und vorne sitzt sein Hund. Noch ein Schild. Fledermausflügel rascheln. Fledermaus Fakt. Mit vollem Mund spricht man nicht. Fledermäuse tun das ständig. Fledermäuse sprechen extrem hochfrequenten Klicks, die so hoch sind, dass sie der Mensch nicht hören kann. Dann nutzen sie ihre leistungsstarken Ohren, um nach dem Echo dieser Ultraschallklicks zu suchen. Sie vergleichen, wie lange dieses Echo brauchen, um zurückzukehren. Das sind Unterschiede von nur einer Millionstel Sekunde und können mit dieser Information ihre Umgebung mit ausreichender Genauigkeit darzustellen. Um ein fliegendes Insekt zu fangen. Nachdem eine Fledermaus ein Insekt in ihrem Maul gefangen hat, ist sie ja noch in der Luft unterwegs und muss weiter vermeiden, gegen irgendwas zu fliegen. Aus diesem Grund klicken Fledermäuse auch dann weiter, wenn sie ein Insekt im Maul haben. Das mögen zwar keine guten Tischmanieren sein, aber in der Dunkelheit ist es überlebenswichtig. Convoy, ich frage mich, woher die anderen Fledermäuse wissen, ob die klickende Fledermaus mit ihnen redet oder nur ein Insekt verfolgt. Jen, ich glaube, wenn sie tatsächlich kommunizieren, klingt es eher nach Singen. Manchmal lässt sich das auch bei Menschen schwer sagen, ja. Ach ja, zum Beispiel bei so ein Wetter was. Naja, da gibt es wohl verschiedene Ebenen. Manchmal muss man sein Gegenüber einfach zum Reden bringen, damit man die Körpersprache sieht oder den Klang der Stimme hört. Dann merkt man, ob sie freundlich sind oder verärgert. Oder betrunken. Ja, komm. Fledermausgeräusche werden lauter. Na, dann müssen wir halt, Convoy, Mann, oh Mann, ist wirklich dunkel hier unten. Bist du noch da? Shen, sorry, ich bin nur in Gedanken. Shen berührt Convoys Schulter. Convoy, ah, da bist du ja. Ich hoffe jedenfalls, dass du das bist. Haha. Ich habe an meine Mutter gedacht. Vielleicht, weil wir gerade von deiner Familie geredet haben. Ehrlich gesagt, denke ich nicht sehr oft an sie. Deine Cousine hat sie vorhin angesprochen, seitdem denke ich an sie. Schön, dass deine Eltern eine Gedenkstätte haben. Viele Leute, an die sich erinnert sich niemand mehr, wenn sie mal weg sind. Shen, du meinst wie deine Mutter? Shen, du meinst wie du selbst wie deine Mutter? Convoy, ach, sie hätte das nicht gewollt. Ich weiß nicht, was ich meine. Mach mal Licht wieder an. Die Fledermäuse sind immer noch da, okay. Noch ein Schild. Fledermaus-Fakt, die langsame braune Höhlenfledermaus ernährt sich vor allem von Motten und anderen kleinen Insekten, die sich entlang des Flusses vermehren. In ihrem künstlichen Hibernaculum und Schutzgebiet nutzen wir eine Kombination aus chemischen Fallen und Ultraschallstationen, um potenziell kontaminierende Insekten abzuwehren und durch unsere eigene hier gezüchteten Hypoallergen antiseptischen Pseudomotten zu ersetzen, die wir die kleine graue Nichtsmotte nennen. Sie denken nun vielleicht, dass die anderen Motten und Insekten, die langsame braune Höhlenfledermaus sonst gefressen hätte, nun erleichtert sind, dass ihr natürlicher Feind eine andere Nahrungsquelle gefunden hat. Dem ist jedoch nicht so. Um ihr Verschwinden aus der Nahrungskette auszugleichen, haben wir entlang des Flusses, dort wo die langsame braune Höhlenfledermaus normalerweise gejagt hat, Netze und hochwirksame Mottenfallen aufgestellt. Aber Motten zu jagen ist nicht der einzige Beitrag dieser Fledermäuse. Sie produzieren auch einen guten Dünger in Form von Guano, der die Pflanzen am Echo River und am Ufer des Lake Leith gedeihen lässt. Um die Auswirkungen des Schutzgebiets auf die unterschiedlichen Landwirtschaften zu minimieren, sammeln wir diesen wertvollen Guano hier am Hibernaculum und verteilen ihn in den Höhlen. Das ist ein Vollzeitjob. Convoy, hört sich nach viel Arbeit an. Shen, die essen falsche Motten? Ich frage mich, was die Fledermäuse davon halten würden, wenn sie wüssten, dass ihnen der Guano so weggenommen wird. Das ist alles falsch, nur für die Fledermäuse nicht. Ja, schon, sagt Convoy. Erinnert mich an diesen Donald und seine Leute da unten beim Computer. Shen, richtig, es ist beunruhigend zu wissen, dass sich jemand um diese kleinen Fledermäuse kümmert. Shen, mich stört es irgendwie, als würden sie die Fledermäuse austricksen. Convoy, ja, in diesem Falle geht es, glaube ich, mehr ums Überleben. Wenn es darum geht, was macht es dann schon aus? Wie die Leute in der Mine, du hast gesagt, die haben früher Sachen gekauft, um es erträglicher zu machen. Fächer, Kanarienvögel, kleinen Krimskrams und so. Da unten ist immer noch jede Menge Kram, sieht unordentlich aus, aber menschlich. Ich meine, die Menschen brauchen nur genug, um so zu tun, als wären sie zu Hause. Dann können wir uns überall wie zu Hause fühlen. Shen, für Menschen mag das so sein, aber wie ist das bei Fledermäusen? Shen, wenn du getrunken hast, wirst du irgendwie philosophisch. Hat dir das schon jemand gesagt? Convoy, ja, da kann was dran sein. Ach, das ist nichts. Ich kannte mal jemanden, wenn der betrunken war, kam er mit den verrücktesten Rätseln zum Beispiel. Rätseln an. Zum Beispiel. Was ist musikalischer? Ein Lastwagen, der an einer Fabrik vorbeifährt oder ein Lastwagen, der an einer Musikschule vorbeifährt? Ha, du bist noch gut dran. Zebrabaum.
Da muss man echt durch das Fledermausteil da durchfahren, wenn man zur Post will. Das wäre doch mal. Schon wieder so finster. Conway, Lisette ist krank. Ich meine, sie ist alt, wir sind beide alt. Mann, du bist der jüngste Mensch, den ich im Moment kenne. Naja, du und das Kind, vielleicht Homer, in Menschenjahren gemessen. In Hundejahren, dagegen schlägt er uns wohl alle. Ich bin ja auch alt, klar, und ich vergesse ständig Sachen. Vor allem, wenn ich was getrunken habe, mein Hirn schwimmt. Aber Lys, es verschwindet alles. Sie vergisst Wörter, von denen man nie denken würde, dass man sie vergessen könnte. Nicht nur wie die Straße hieß, in der sie aufgewachsen ist, sondern Dinge wie Farben oder die Namen von Möbelstücken oder sogar einfach das Wort Möbel. Sie sagt dann, wir haben noch ein paar schöne Stücke im, wie heißt der Raum gleich wieder, wo wir die größeren Stücke haben, die Betten und sowas. Und ich sag dann, ach Lys, warum beschwerst du dich immer, wenn ich im Möbellager einschlafe, wo es doch da so gemütlich ist? Weißt du, ich versuche ihr ein bisschen Würde zu bewahren. Mehr kann ich da auch nicht tun. Sie hat eine Schwester in Nashville, die sich gut um sie kümmern wird. Jetzt, wo ich nicht mehr ständig im Laden bin. Wie hieß der ältere Typ, der von uns ausgeliefert hat und nach Lederrauch? Ira schien ihn immer zu betrunken, zum Arbeiten, wenn er mal da war. Shen, sie bedeutet dir viel. Hast du Angst, sie zu verlieren? Der Unfall geht dir ziemlich nach. Meinst du, sie gibt dir die Schuld? Ja, sie bedeutet dir viel. Conway, weißt du, es ist unvermeidlich, in diesem Alter gehen die Menschen die ganze Zeit. Freunde, Familie, alle. Es ist natürlich, ich will ja nicht, dass sie ewig lebt, nur, dass sie etwas Würde bewahrt am Ende. Ich denke, das ist das Beste, was wir uns für jeden wünschen können, der uns wichtig ist. Okay, ich glaube, die Fledermäuse hauen ab. Ja, wenn du so Monologe hältst, auf jeden Fall, Junge. Noch ein Schild. Schild. Die Weißnasenkrankheit ist immer noch ein großes Rätsel. Wir vermuten, dass das weiße Pilzwachstum, das auf den Gesichtern und Flügeln der Fledermäuse auftritt, sie irritiert und verwirrt, sodass sie zu früh aus dem Winterschlaf erwachen und sich nach draußen wagen und Energie verbrauchen, die sie eigentlich zum Überleben im Winter benötigen. Aber Biologen sind noch lange nicht so weit, die Krankheit zu heilen. Sie breitet sich schnell aus und ist sehr tödlich. In dieser Hinsicht ist die Weißnasenkrankheit mit dem Bienensterben zu vergleichen. Beide treten plötzlich auf und sind ebenso verheerend wie rätselhaft. Werden die Honigbiene und die langsame braune Höhlenfledermaus bald zwei ausgestorbene Arten sein, die in einem Augenblick ausgelöscht und von der Naturgeschichte vergessen werden? Es ist gut möglich, dass nicht rechtzeitig eine Heilung gefunden wird. Dieses künstliche Schutzgebiet ist daher unsere letzte Hoffnung, sie zu erhalten. Bitte achten Sie beim Verlassen des Echo River Hibernaculum und Schutzgebiets für langsame braune Höhlenfledermaus darauf, dass sich keine blinden Passagiere in ihrem Auto oder in ihrer Kleidung versteckt. Fledermausgebiet, so. So, wo geht's jetzt weiter? Wir fahren einfach mal ins Dunkle. Ach, das ist dann der Ausgang, oder was? Oder ist das der Eingang? Das ist eher der Eingang in was, so wie es hier aussieht. Hier ist ja ganz schön was los. Conway, vorsichtig da oben. Wenn du ausrutschst und dir das Bein brichst, kannst du deinen neuen Wagen nicht mehr fahren. Shen, ich werde vorsichtig sein. Shen, ebenso. Versuche nicht noch mehr miese Geschäfte zu machen, während ich weg bin. Shen, nur nicht einschlafen. Genau, ebenso. Conway, haha, ich lasse mich einfach hier unten treiben. Ich meine, halte einfach die Augen offen und schau nicht zurück. Ja, was mit Flora? Flora, ach hallo, ich erinnere mich an dich. Shen, was machst du hier unten? Shen, weißt du, wo die Telefonzentrale ist? Was machst du hier unten? Flora, ich schaue mich nur um, ich mag dunkle und unterirdische Orte, ich bin romantisch veranlagt. Shen, echt? Was heißt das, Shen? Ich glaube ich auch, Shen, ich glaube, ich bin eher klassisch veranlagt. Was heißt das? Flora, es heißt, dass ich Gedichte mag und Flüsse und Geheimnisse. Okay, bis dann. Gut, wohin geht's jetzt? Deschiel. Deschiel, wie wird das gesprochen? Keine Ahnung. Deschi, leise. Könnte mit einem anderen Kondensator mit 100 Nanofaraden umgegangen werden, um das Rauschen zu reduzieren.
Shen, woran arbeitest du? Shen, wenn die Schaltung zu laut ist, solltest du diese potenzialfreien Stecker mit der Masse verbinden. Der Shell. Ach, das ist eine ziemlich gute Idee. Die empfangen wahrscheinlich alle möglichen Funkstörungen. Der Shell Morse. Angenehm. Wir installieren diese Art von Telefon nicht mehr für Kunden, aber es gibt einige von ihnen, die noch im Umlauf sind. Wie auch immer, das neue System liefert nicht genug Strom, um diese alten Glocken zu läuten, also versuche ich eine Notlösung zu finden. Vielleicht eine kleine Box, die der Kunde direkt vor der Steckdose anbringen könnte. Shen, ich bin selbst ein bisschen Elektrogeek. Klingt nach einem guten Job, alte Telefone zu reparieren. Der Shell. Ja, ich bin fast jede Nacht hier. Bist du zum ersten Mal hier unten? Ja, das sieht man. Deine Augen können sich nicht ganz an das Licht gewöhnen. Es braucht etwas Übung. Ob du es glaubst oder nicht, ich komme seit meiner Kindheit hierher, aus welchen Gründen auch immer. Damals war dieser Ort ein Bahnhof, echt. Fledermäuse gab es damals auch schon, aber sie galten als lästig. Shen, weshalb bist du als Kind hierher gekommen? Shen, ein Bahnhof? Was ist damit passiert? Der Fluss hat diesen Ort langsam mit Wasser gefüllt und die Züge weggespült. Der tut so etwas, der Fluss, und ich kann es ihm nicht übel nehmen. Es erinnert uns daran, dass alles, was wir haben, vergänglich ist, sogar Züge. Irgendwann hört jemand vom Büro der wieder oberen Räume, dass dieser Ort noch leer sei. Also verklegten sie die Telefongesellschaft hierher. Ich kehrte als junger Leitungsmonteur hierher zurück. Das habe ich in der Kriegszeit gelernt, als ich Telefonkabel in der feindlichen Leitung verlegte. Wir haben Bäume anstelle von Masten verwendet. Ich vermisse das irgendwie. Da konnte man leichter hinaufklettern. Aber was soll's? Heutzutage bin ich nicht mehr fit genug, irgendwo hinauf zu klettern. Ich kann gerade noch die Verkabelung im Kristallraum für die WVP-Leute richten. WVP, das ist Gemeinschaftsfernsehen. Ich habe da ein paar Jahre ehrenamtlich mitgearbeitet. Ich kenne dort alle. Ralf, Sherry, Viva, Dave. Viva Marquez? Klar, Viva Marquez, komisch. Ich habe gerade an sie gedacht. Ja, ich habe sie ein paar Mal im Studio getroffen. Ich kannte sie nicht sehr gut. Sie kümmerte sich um die Archive und ich half bei der Verkabelung und so. Sie schien sich aber wirklich mit der ganzen Ausrüstung auszukennen. Sie hat einen Sinn für Signale, glaube ich. Keine Ahnung, was sie jetzt macht. Ich schätze, sie ist wahrscheinlich nicht mehr allzu beliebt beim Sender. Aber ich mochte sie immer. Mädel, wenn du an WEVP interessiert bist, solltest du direkt mit ihnen sprechen. Sie sind immer auf der Suche nach Freiwilligen. Mit der Fähre zum Silo, dort gibt es eine Poststation. Sie haben keine Schilder oder so. Frag einfach jemanden. Ich mach mich dann mal wieder auf. Poppy ist ein bisschen weiter unten, wenn du das Paket abgibst. Schön mit dir zu plaudern. Okay. Tafel. Abel und Eloise, Kurier der Liebenden. Abel und Eloise wurden für den Rennsport gezüchtet und verbrachten den größten Teil ihres Lebens als Brieftauben im Auftrag der Luftpost Echo River. Nachdem Abel in einem Unfall mit einem Leichtflugzeug verletzt wurde, setzten sie sich hier zur Ruhe. Aber alte Gewohnheiten ließen sie sich nicht austreiben. Abel und Eloise fischten Papierfetzen vom Boden auf oder aus dem Müll, zogen sie sogar aus Taschen und lieferten sie an andere Menschen in der Nähe. Manchmal war das lustig, manchmal peinlich. Das wurde bekannt und irgendwann kamen Leute mit Liebesbriefen, Gedichten und Wunschzetteln durch diesen Tunnel, die sie von diesen Tauben weitergeben lassen wollten. Nach einem langen Arbeitstag saßen Abel und Eloise immer eng beieinander in dem stillgelegten Zeitungsstand, in dem sie ihr Zuhause hatten, und dort ließen wir sie zurück. Poppy. Poppy, stell das einfach da drüben bei der Lampe hin, Süße. Danke. Das heißt, Moment, von wem kommt dieses Paket überhaupt? Shen, liest Etikett. Consolidated Power Co. liest Etikett. Laszlo Electronics? Das ist seltsam, da ist kein Etikett drauf. Consolidated. Poppy, oh je, ich traue mich gar nicht, das zu öffnen. Also, wer bist du? Arbeitest du für die Post oder den Schlepper? Ich frage nur, weil ich dich noch nie zuvor gesehen habe. Warst du das, den ich am Ende des Flurs plaudern hörte? Ja, ich habe gerade Deshi kennengelernt. Ja, ich tue Kate nur einen Gefallen, indem ich dieses Paket abgebe. Poppy, Kate? Ich liebe Kate. Sie half bei der Entbindung meiner beiden Nichten, eine im Krankenhaus und die andere unter einer moosbedeckten Eiche im Mondschein. Es war wunderschön, ich liebe Kate. Ich glaube, Lorettas Enkelin war auch bei ihr. Oh, Loretta hat früher hier gearbeitet. Ich glaube, sogar etliche unserer frühen Mitarbeiter haben irgendwann Kates Dienst in Anspruch genommen. Naja, jetzt haben sie eben mehr Zeit mit ihren Kleinen. Wie man sieht, sind alle ihre Plätze leer. Es war nicht immer so. Als ich bei der Telefonzentrale Echo River arbeitete, waren wir 12. Loretta, Edna, Mac, Cara, Marie, Louise, Liz, Hester, Angie, Wilma, Conny. Ich war Nummer 12. Conny und ich wurden am selben Tag eingestellt, aber sie kam kurz vor mir. Marie beendete das College und Hester wurde gefeuert, weil sie bei einem unhöflichen Anruf pappig wurde. Er hatte es verdient. Und ich hörte, dass sie danach ihren Weg ganz gut ging. Dann wurden Beryl, Jaina und Sashiko eingestellt, was uns auf 13 brachte. Mehr Mitarbeiter hatten wir zu keinem Zeitpunkt. Dann kam das Stromwerk, kaufte alle Leitungen auf und eines Tages übernahmen sie einfach so die ganze Telefonzentrale. So mir nichts, dir nichts. Und dann, das war der Anfang vom Ende. Edna, Mac, Cara und Louise gingen an einem Freitagabend und wurden gebeten, am Montagmorgen nicht zurückzukommen. Beryl merkte die Entwicklung und fand schnell einen Arbeitsplatz in einer privaten Telefonzentrale. Jana und Liz kamen
Was? Nahm keinen Anruf mehr an und arbeitet stattdessen an einem Übergabedokument. Das war ihre letzte Aufgabe als Mitarbeiter der Zentrale. Einige der Mädchen wurden in andere Abteilungen versetzt. Conny, glaube ich, das Lars Zähler von Privathaushalten ab. Sashiko und Wilma wurden in den Energievertrieb versetzt und riefen Unternehmen an, um ihnen einen neuen Stromplan zu verkaufen. Wenigstens waren sie dann noch am Telefon. Dann waren es nur noch Loretta, Angie und ich. Wir waren überfordert, die Stunden waren höllisch und hart für die Kehle. Aus der Stimme mit einem Lächeln wurde ein Quaken. Ich gurgelte etwas warmes Salzwasser im Pausenraum und nippte an einer Thermoskanne voller heißer Honigbrühe, die ich unter meinem Stuhl bereithielt. Oh, ich habe damals eine Menge in die Telefonzelle eingebracht und kann immer nicht aufhören zu schwätzen. Poppy, das klang ziemlich gut. Shen, ja, ich bin beeindruckt. Bei ihm ist die Spannung zu hoch, da wird das Relais ausbrennen. Okay, ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge weiter, weil die Poppy, die ist wohl eine, die kann wohl sehr gut reden, bevor die Folge wieder aus dem Ruder läuft. Sag ich einfach vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.